Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIOS Consulting. Und im Rahmen unserer regelmäßigen Buchempfehlung stellen wir Ihnen heute das Buch vor mit dem spannenden Titel Im Keller von Jan-Philipp Remsma. Den Link zum Buch finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. In diesem Video stellen wir Ihnen das Buch Im Keller von Jan-Philipp Remsma vor. Der Hamburger Mäzen und Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remsma beabsichtigt am Abend des 25. März 1996, sich noch einmal an seinen privaten Schreibtisch zu begeben. Doch so weit kommt er nicht. Im Garten fangen ihn Entführer ab und hinterlassen eine Botschaft. Für Stunden wird Remsma von niemandem aus der Familie vermisst, obwohl die Ehefrau nach einiger Zeit überlegt, ihn zur Nachtruhe abzuholen. Sie verlässt sogar das Haus, besinnt sich dann aber und bemerkt die Entführung nicht. Erst am nächsten Morgen fällt ihr eine zerbrochene Statue auf und sie findet den Erpresserbrief beschwert mit einer Handgranate. So beginnt die Geschichte der Remsma-Entführung. Das Buch erzählt die Erlebnisse aus Sicht des Opfers, das nach unübersichtlichem Hin und Her bei der Lösegeldübergabe nach 33 Tagen lebend freigelassen wird. Die Gefangenschaft verbringt Remsma angekettet in einem Kellerverlies. Seine Versorgung ist zuverlässig, sogar Bücher und Zeitschriften werden ihm angeboten. Dafür ist die Lösegeldforderung spektakulär: 20 Millionen D-Mark. Der Sozialwissenschaftler Remsma schreibt von seiner eigenen Entführung in drei Teilen. Dabei wechselt er den Erzählstil, wenn er über das Opfer Remsma berichtet. Seine Zeit im Keller, seine Gedanken und Erlebnisse stellt er in der dritten Person dar, während er im ersten und dritten Teil von sich in der Ich-Form spricht. Das macht es für den Leser herausfordernd. Dem Autor gelingt es so jedoch, den Druck und die emotionale Achterbahn von Entführungsopfern eindrucksvoll darzustellen. Im Keller erscheint ein Jahr nach dem Ereignis und spiegelt das verbliebene Entsetzen, an dem er von nun an teilnimmt. Im Keller beleuchtet alle Seiten einer Entführung, auch die der Angehörigen. Im Haus bleiben eine geforderte Ehefrau und ein pubertierender Sohn zurück. Die Polizei und mit der Familie verbundene Personen bevölkern das Haus, ziehen ein. Mehrere Übergaben scheitern und die Presse wartet nur darauf, die Meldung von der Entführung eines der populärsten und beliebten Hamburgers an die Öffentlichkeit zu bringen. Bis Remsma wieder zu Hause ist, halten sich die Journalisten zurück. Dann aber explodiert die Bombe. Die Familie flieht nach New York. Für Opfer von Entführungen gibt es kein schnelles Happy End. Unsere Leseempfehlung. Dieser Tatsachenbericht wühlt auf durch seine eindrückliche Schilderung der Nöte von Entführungsopfern und ihren Angehörigen. Remsma beleuchtet seine Zeit im Keller, mal aus der Nähe, dann wieder distanziert. Unbedingt lesenswert. Den Link zum Buch finden Sie wie immer unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen!